Marion Thalmeier. Viele Jahre war sie eine glückliche Ehefrau. Wir haben 2006 zusammengefunden. Ich stelle gerade fest, also es fällt mir wahnsinnig schwer, von wir zu sprechen, weil es gibt da einfach kein Wir. 2014 trennt sie sich. Vermeintlich in Freundschaft, doch im Hintergrund ein tödlicher Plan. Ich sage auch nicht mein Mann, Ex-Mann oder sonst irgendwas. Ich spreche von Täter. Gift auf Raten. Quecksilber haben wir gefunden im Backofen. Wir haben es gefunden im Toaster, wir haben es gefunden auf der Heizung, unter der Heizung. Dass wir Bleikonzentrationen im Blut gefunden haben, die in einer fast tödlichen Wirkung nachzuweisen waren. Wenn der Partner zum Täter wird. Anfang Februar. Wir treffen Marion Thalmeier dort, wo sie sich wohl und sicher fühlt. Wir sind heute hier im Hotel, weil mein Zuhause, meine Privatsphäre, die möchte ich einfach komplett schützen. 2010 zieht Marion Thalmeier für ihren damaligen Mann nach Niedersachsen. Die beiden sind beruflich erfolgreich, aber die Ehe macht sie nicht glücklich. Ich habe mich im Mai 2014 getrennt und es gab das ein oder andere Streitgespräch, dann aber auch wieder vernünftige Gespräche. Es ist ein Hin und Her, wie es halt eben auch ist. Trotzdem fahren die beiden im Juni noch in den lange gebuchten Urlaub. In ihrem Tagebuch erinnert Marion Thalmeier sich an harmonische Tage, aber auch an die ersten Sticheleien. 2.6.2014. Ich bin pünktlich um kurz nach acht beim Essen. Gespieltes Eheglück vor den fremden Tischnachbarn. Wir sind schon bald 7 Jahre glücklich verheiratet, nicht wahr, Schatz? Am liebsten würde ich ihn vors Schienenbein treten. Zurück in Deutschland beginnt sie, sich komisch zu fühlen. Das Abendessen mit einer Freundin kann sie kaum genießen. Es fing mit dem Kribbeln in den Füßen an und dann schon auch die Bauchschmerzen. Ich meine, es war irgendwie von Sonntag auf Montag. Ohne Schmerzmittel geht es bald nicht mehr. Deshalb geht Marion Thalmeier Anfang Juli zu ihrem Hausarzt, den sie auch privat seit einigen Jahren kennt. Sie kam hier durch die Tür, kränklich, abgemagert, blass. Die Lebensfreude war dahin. Also eine Krankheit, mit der sie selber überhaupt nicht fertig werden konnte. Zu Hause kümmert sich ihr Noch-Ehemann trotz Trennung scheinbar liebevoll um seine Frau. Er hat mir dann ein Glas Wein gebracht. Ich habe das eine Glas bekommen, er das andere, weil es unterschiedliche Geschmäcker bei den Weinsorten gab. Oder dann hat er Abendessen gekocht und klar, berührt hat mich das berührt. Aber ich habe an meiner Meinung da festgehalten. Sie kann kaum essen, muss sich ständig übergeben. Am Zahnfleisch bilden sich schwarze Verfärbungen. Niemand weiß warum. Viele dachten, naja, vielleicht ist das psychosomatisch. Sie hat dann Bauchschmerzen, weil eine Trennung war. Nur war ich ja diejenige, die Trennung ausgesprochen hat. Durch hochkalorische Getränke soll sie zunehmen. Aktuell sind es knapp 45 Kilo. Weite Kleidung soll das kaschieren. Ich konnte die Treppen im Haus nicht laufen. Ich bin tatsächlich auf allen Vieren bin ich da hoch. Es tat einfach echt weh, jede Bewegung. Ihr Mann ist inzwischen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Als Marion Thalmeier wieder länger ins Krankenhaus muss, besucht er sie dort regelmäßig. Auch bei der einen Untersuchung, als ich das erste Mal ins Krankenhaus gekommen bin, wollte er unbedingt dabei sein. Das fand ich da für den Moment einfach zu intim, zumal ich mich getrennt hatte. Und er war sehr theatralisch. Ja, er wollte mir sogar von seiner Leber was spenden, wenn es mir jetzt ganz schlecht ginge. Im August 2014 verschlimmert sich ihr Zustand dramatisch. Wir haben eine Patientenverfügung gemacht, wir haben mein Testament gemacht, wir haben das am Krankenbett beurkundet. Und als dann die Bauchspiegelung anstand, das war mit Vollnarkose, habe ich mir gedacht, naja, wenn es jetzt vorbei wäre, scheiße. Aber du hast bislang ein schönes Leben gehabt. Ich habe an die Berge, an die Zugspitze gedacht. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich da irgendwann mal wieder hoch kann. An diese schwere Zeit erinnert sich auch ihr heutiger Lebensgefährte Markus Thiele. Schon damals waren sie befreundet. Als Jurist hat er die Dokumente notariell beglaubigt.
Da war wieder diese Machtlosigkeit in einem selbst. Und wenn dann auch Ärzte nur noch spekulierten, es war schwierig. Auch den Hausarzt lässt die Situation damals keine Ruhe. Immer wieder schaut er die Krankenakte seiner Patientin und die Laborberichte aus dem Krankenhaus durch. Mitte Oktober stutzt er. Es ging um das Blutbild und die roten Blutkörperchen, von denen wir ja zu wenig hatten. Wir hatten ja eine Anämie und eine basophile Töpfelung. Das haben wir doch mal damals und im Studium. Und das war mal das Kleingedruckte eines Absatzes. Blei. Etwa zeitgleich macht Marion Thalmeier eine ungewöhnliche Entdeckung, als sie morgens Brötchen im Ofen aufbacken will. Es waren viele kleine silberne Glitzerkugeln. Und als ich mit der Hand drüber gewischt bin, haben die sich bewegt und haben sich zu einer großen Kugel verbunden. Und da habe ich zuerst gedacht, also jetzt spinnst du wirklich. Sie ruft ihren Noch-Ehemann an. Der Hobbychemiker hat vielleicht mal wieder Experimente im Backofen gemacht, denkt sie sich. Sie habe ihm diese Fotos geschickt und von dem Quecksilberverdacht erzählt. Daraufhin antwortet er: Sieht echt danach aus. Komisch, oder? Allerdings. Wie gesagt, hat mir keine Ruhe gelassen. Das verstehe ich. Ich habe sofort gesagt, ruf die Kripo. Da stimmt mächtig was nicht. Zumal Marion Thalmeier auch im Auto silberne Kügelchen findet. Der leitende Ermittler sagt uns am Telefon: Auf jeder Matte waren Quecksilberkügelchen. In den Lüftungsschlitzen am Armaturenbrett schwamm das Zeug geradezu. Ab dem Zeitpunkt war ich fast zu 100% sicher, dass wir es hier mit einem Anschlag zu tun haben. Spezialisten um den Gefahrstoffexperten Dr. Rainer Hartmann stellen das ganze Haus auf den Kopf. Während man Quecksilberkügelchen gut erkennt, sieht Bleiacetat aus wie normales Speisesalz. Das Besondere daran war, dass halt erstmal die ganzen Untersuchungen nicht bekannt werden durften, damit eben der Täter nicht vorgewarnt ist. Denn der ist Sportschütze und besitzt legal eine Waffe. Der Hobbychemiker findet einen Weg, aus der tödlichen Munition tödliches Bleiacetat selbst herzustellen. Sie können Ihre Frau erschießen, dann gibt es aber irgendwo ein Projektil und eine Waffe. Dieser Mann ist gebildet. Er war kein Mensch, der die Dinge direkt und mit Fäusten austrägt, sondern der sich perfidere Wege sucht. Jemand, der aus verletztem Stolz gehandelt hat und dann das perfekte Verbrechen hinlegen wollte. Das Bleiacetat mischte er unter anderem in Gemüsebrühe, Fertigsuppen, Essig und auch in den Wein, den er seiner Frau damals mit scheinbar guten Absichten vorsetzte. Eine Analyse von wenigen Resttropfen zeigte, dass in 5 Flaschen der zulässige Bleigehalt um etwa das 600-fache überschritten war. Also das Opfer hatte nach meiner Einschätzung keine Chance, es zu schmecken. Ich selber habe es probiert in der Fertigsuppe und im Salz. Man hatte nicht das Gefühl, dass dort irgendetwas vom Geschmack her verändert worden ist. Der Ehemann hatte seiner Frau auch das Nahrungsergänzungsmittel Mucozink aus der Apotheke geholt. Und bevor man ihr das gibt, mischt man da noch Blei ein. Und 11 Gramm sind keine Messerspitzen mehr. Das ist schon ein gehäufter Teelöffel. Ursprünglich wollte er seine Frau wohl nur mit Bleiacetat vergiften, aber er hat dann später sinngemäß so etwa gesagt, es ging mir nicht schnell genug. Ich wollte mit dem Quecksilber noch einen drauflegen, weil sie zwar schon auf dem Boden kroch, aber so richtig tot war sie auch noch nicht. Quecksilberkügelchen finden sie in und auf Wärmequellen, wo das Metall gut verdampfen konnte. Hinter der Abdichtung im Backofen, im Toaster, auf der Heizung, auf dem Fußboden und auf elektronischen Geräten. Da hat sich wirklich jemand richtig Gedanken gemacht, wo er mit größter Wirksamkeit so Quecksilber ausbringen kann. Und die Quecksilberdämpfe werden über die Atmung, über den Blutkreislauf letztendlich verteilt im Körper. Und dadurch werden halt schwere Nervenschädigungen, schwere Schäden im Gehirn ausgelöst. Während die Ermittlungen laufen, muss Marion Thalmeier ins Hotel ziehen. Die Entgiftungskur führt unter anderem zu geschwollenen Gelenken, aber es geht bergauf. Ich habe mich gefragt, was von all dem, was überhaupt mal gewesen ist, was ist davon nicht auch Lüge gewesen? Laut Peter Schlegel könne man den Ärzten nichts vorwerfen.
Man benötige konkrete Hinweise auf eine Schwermetallvergiftung, um dann gezielt darauf zu testen. Bleivergiftungen, Quecksilbervergiftungen, das sind die Krankheiten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Für uns ist das eigentlich schon Schnee von gestern. Und wir konnten nur froh sein, dass Marion immer wieder mal unter Erbrechen gelitten hat, sodass sie einen Teil der vereinnahmten Bleiacetatmenge wieder rausgebrochen hat. Am 14. Dezember 2014 wird der Täter festgenommen. Das erfährt Marion Thalmeier durch eine Nachricht ihres Lebensgefährten. Und dann haben wir ja telefoniert und richtig, genau. Haben, glaube ich, beide total geheult am Telefon. Ja, wir waren da ziemlich aufgelöst. Trotz weiterhin starker Gleichgewichtsprobleme bricht sie Ende Dezember Richtung Zugspitze auf. Ein Meilenstein. Kurz darauf macht sie mit Freundinnen eine Kreuzfahrt, kommt langsam zu Kräften. Wenige Monate später beginnt der Prozess. Durch ein umfassendes Geständnis kann sich das Gericht ein klares Bild über die Motive des Angeklagten machen. Er selbst hielt sich für attraktiv und begehrenswert. Er sah sich als einen Mann, der eine Frau verlässt, aber selbst nicht verlassen wird. Schließlich wollte er den Tod der Geschädigten auch, um weder Unterhaltszahlungen leisten noch Ansprüche aus dem Zugewinnausgleich erfüllen zu müssen. Am Ende wird der Angeklagte wegen versuchten Mordes zu 11 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Marion Thalmeier fühlt sich heute gestärkt und genießt das Joggen auf ihrer Lieblingsrunde. Mögliche Langzeitfolgen der Vergiftung sind unter anderem ein erhöhtes Krebsrisiko. Ihr wurde aber auch von einer Schwangerschaft abgeraten. Das ist eine Sache, die schon sehr, sehr hart gewesen ist auch. Ich habe mir immer eigene Kinder gewünscht, aber durch diese Geschichte ist das Thema erledigt. Trotzdem blickt Marion Thalmeier positiv auf die Zukunft. Sie hat sich zurückgekämpft und will anderen Gewaltopfern Mut machen. Ich will mein Leben einfach leben und ich will irgendwann eine alte Frau sein.